Ende Juli 2015 feierten die Montafoner Sagenspiele auf der 20.000 Quadratmeter großen Freilichtbühne im Silbertal die große Premiere des Stücks Silvretta und Vereiner, die Töchter des Alfonso Barreto. Das Werk stammt noch komplett aus der Feder des verstorbenen Peter Netzer und führt die Reihe der unvergleichlichen Sagenschauspiele fort, die für die beeindruckende Kulisse adaptiert und umgeschrieben wurden. Die Regie und Gesamtleitung hatte zum ersten Mal nach dem Tod seines Bruders Ewald Netzer inne. Die feierliche Eröffnung der 16. Sagenspiele übernahmen der Montafoner Standesrepräsentant Herbert Pitschnau, der Silbertaler Bürgermeister Thomas Zudrell, Vorarlberg Tourismuschef Christian Schützinger und der Geschäftsführer von Montafon Tourismus Manuel Pitschnau. Hiermit eröffnen wir die 16. Montafoner Sagenfestspiele. Auch bei der 16. Ausgabe der Sagenspiele wurde das Rad der Zeit zurückgedreht und mit imposanten Bildern die Zuschauer in eine längst vergangene Zeit versetzt. Wie schon in den Jahren zuvor wurde eine altertümliche Sage aufgeführt, die an ihrer Aktualität nichts verloren und einen direkten Bezug zum Montafon hat. Der italienische Edelmann Alfonso Barreto muss in seiner Heimat um sein Leben und das seiner Töchter fürchten und entscheidet sich deshalb in Richtung Norden zu fliehen. In den Bergen rund um das schweizerische Kloster finden Silvretta und Vereiner mit ihrem Vater eine neue Heimat in einer Grotte. Bei den Einheimischen macht sich der südländische Gast schnell beliebt, ist Alfonso doch stets zur Stelle, sobald Not am Mann ist oder irgendjemand seine Hilfe benötigt. Viele grazie. Ciao. Danke für deine Hilfe. Alfonso nutzt auch seine übernatürlichen Kräfte und heilt die Dorfbewohner oder deren Vieh. Wer jedoch herauszufinden versucht, wo das Trio wohnt, der wird in Form eines Fuchses auf die falsche Fährte gelockt. Seine beiden hübschen Töchter versucht Alfonso immer mehr in das Dorfgeschehen mit einzubinden, nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. Los! Unser Vater hat gesagt, wir müssen nach dem Essen die Beine in den Teller legen. Ach Gott, die Knochen, diese Beine, meinte er. Meint Gott! Da haben wir Vater wohl falsch verstanden. Trotz der Peinlichkeit sind die beiden Mädchen bei den Männern des Dorfes sehr beliebt. Besonders Silvretta, die ebenfalls magische Kräfte besitzt, hat es dem Wildschütz angetan. Der Jäger versucht sie sich zu Willen zu machen, obwohl Silvretta das nicht will. Die Strafe folgt auf dem Fuße, er erschießt die eigene Tochter und richtet sich anschließend selbst. Nein! Mein Gott, das ist doch... Silvretta hingegen kann mit der Schuld nicht leben und wendet sich an Gott, der seine eigenen Pläne für die junge Frau hat. So viel sei verraten, nicht umsonst heißen die Gebirge rund um Klosters Silvretta und Vereiner. Die Inszenierung der Sage mit über 60 Laienschauspielern und überraschenden Effekten sorgt für besondere Momente und schafft es neben dem Publikum auch Kritiker wie Christa Dietrich von den Vorarlberger Nachrichten zu überzeugen. Ich bin fürs erste Mal total beeindruckt bin von den Leistungen, ich bin beeindruckt von der Kulisse. Es gibt ja ganz tolle Effekte, beispielsweise so etwas wie einen Gotteshub. Also ganz professionell gemacht und es ist wirklich sehr, sehr berührend, die Geschichte. Ja, und ganz mit viel Engagement von sehr vielen Leuten gemacht. Für die Touristiker und Bürgermeister können den Montafoner Sagenspielen nicht genug kulturelle Bedeutung beigemessen werden. Nicht umsonst ist die Erzähltradition im Montafon seit September 2012 geschütztes UNESCO-Weltkulturerbe. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass da in der Talschaft so eine Bewegung da ist, so eine Vitalität da ist, oder dass man so eine große Inszenierung auf die Beine stellt, das zeigt natürlich auch wirklich, dass die Leute was unternehmen wollen, dass sie auch ihren Gästen was zeigen möchten. Und das trägt sie natürlich auch über die Grenzen hinaus. Und ich muss ehrlich sagen, großes Kompliment an allen, die da mitwirken. Wenn man sagt, jetzt, was da heute Leute sind, ist das einfach ein Hammer. Und mir gefällt das eigentlich, wenn das als Konkurrenzveranstaltung vor der Seebühne da gehandhabt wird. Und wenn man sagt, wenn der Christian da ist, sonst Persönlichkeit, dann ist echt ein Hammer. Freut mich. Für einen Peter, der leider verstorben ist. Ich finde das toll,
dass es die Leute um die Familie Netzer herum geschafft haben, dahinter so etwas Beständiges, Authentisches aufzuziehen. Die Premierengäste waren vom Stück wie auch der Kulisse restlos begeistert und kommen immer wieder zu den Sagenspielen in Silbertal. Ja, besonders ist natürlich die Kulisse. Die ist wunderschön und einzigartig, so etwas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und also uns gefällt das wahnsinnig gut und sind schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Also mir gefällt jetzt ganz besonders die Kulisse und ja, ist schön, dass wir heute da sein dürfen und man kann sich richtig mit ihnen leben, das ist einfach toll. Bis zum 28. August wird das Schauspiel noch rund 10 Mal aufgeführt und die 450 Sitzplätze auf der überdachten Tribüne sind auch in diesem Jahr heiß begehrt, waren in den letzten Jahren durch alle Vorführungen immer ausverkauft.